Ah, das Parcours liebe ich ja, ne? Kein Problem, die gehen mir auf den Zeiger. Ach so, deine Kollegen meinst du? Okay, wo auch immer es mich hinführt jetzt, ne? Keine Ahnung, wie ich wieder runterkomme. Okay. Ach cool, habe ich das jetzt aktiviert? Das ist meine erste Windmühle, by the way. Gruppierungsgebäude. Das aktiviert uns, wenn unsere Schaft in Sicherheitszone. Ach so. Ja, cool. Zu Gruppierungsgebäuden. Das ist ja nice. Und ich muss das dann auch noch zuweisen. Ah ja. Komme ich jetzt wieder hier runter? Kann man das mal irgendjemand erklären? Hallo. Oh mein Gott. Ich komme hier never lebend runter. Wo war denn die komische Treppe? Hier. Oh mein Gott. Etwas gruselig. Ich bin das erste Mal gestorben. Nein! Und das war ein leichter Gefallen. Nein! Au. Mein erster Tod nach 6 Stunden. Ist dein Ernst? Jetzt kommt er von vorne. Oha. Zum Glück habe ich gerade eine Windmühle aktiviert. Okay, heftig. Ja, dann habe ich ja... Was ist da drüben? Weißt du, ich dachte echt, ich sterbe durch irgendeinen Zombie oder sowas. Aber nein. Die Leiter hat mich gekillt. Gibt's ja nicht. So, bringt uns das hier was? Nee. Wer zur Hölle ist was? Die Frage ist, gehen wir jetzt pennen? Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, was ist denn unsere Aufgabe gerade überhaupt? Achso, der hat das sogar direkt angezogen. Ja, Mensch, sieht ja richtig stylisch aus. Besser geht kaum. Passagen zum Stadtzentrum abgesperrt und dann so genau musst du um ihre Patrouille herumfinden. Finden sie den Schlag eigentlich. Okay. Ja gut. Ich könnte mal meine Kürbis fahren. Haben wir schon? Haben wir? Die ist so weit weg, glaube ich. Die habe ich auch schon. Ich glaube, ich habe eine, oder? Na, wir können auch in der Nacht dahin latschen, aber es ist schon ein Stückchen. Nur die Harten kommen in den Garten. Okay. Sarah sagt, ich soll durch die Nacht laufen. Dann machen wir das. Ich verwandle mich, wenn mir niemand hilft. Wo denn?
Ja, wo denn? Was ist denn der Boy? Hat irgendjemand gesagt, er... Da sind die streckenweise so schlau, die Kackviecher. Gib mir dein Money. Hallo. Warte mal. Wo ist denn der Boy? Ist der ganz unten? Muss ich einen Weg dahin finden, verdammt. Das ist da drinnen, ne? Was war das? Ach ja. War das eine gute Idee? Ich weiß noch nicht. Hallo, Guys. Ich häng fest. Zieh Wasser. Ey, ja. Es ist manchmal etwas komisch. Boah, ist das ekelhaft hier drinnen. Naja. Ja. Wie komme ich da hin? Hier irgendwas angezeigt? Ich verwandle mich jeden Augenblick. Unternehme etwas. Ja, unternehme etwas, weißt du? So eine Pfeife. Komm wieder nicht mehr um. Warte. Manchmal ist es tricky. Ich hänge irgendwie fest. Kann es sein für deine Verwandlung. Du musst mich aufladen. Ich hänge fest. Aber wo ist denn der Boy? Ich sehe den gar nicht. Der die ganze Zeit schreit, dass er sich gleich verwandelt. Wo ist der? Keine Ahnung, wo der sein soll. Hilf mir bitte und bring mir einen Erste-Hilfe-Kasten.
Aua. Aua. Moment. Moment, Moment. Ja, hallo, beruhig dich. Was soll man das? Oh Gott, ich falle gleich runter. Ja. Also diesen Boy zu retten ist ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Wo ist der? Ist der da überhaupt oder ist der da nicht? Das ist die Frage. Weil er sterbe ich gar nicht, jetzt sterbe ich dauernd. Nice. Wo soll er denn sein? Verstehe ich nicht. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Ich hänge im Gras, ich komme. Hast du einen Erste-Hilfe-Kasten dabei? Hier. Nimm dir. Genau. Ich kann dir für die Rettung gar nicht genug danken. Ja, kein Ding. Bitte, nimm das. Ja, danke. Und der Mann knallt hier irgendwo gegen. Ich habe ja gesagt, du sollst mir Bescheid geben, aber hast du ja nicht gemacht, Croxy Box hier. Jetzt hänge ich natürlich da. Hallo? 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 Da nicht. Dann halt hier lang. Okay, das sieht aber auch gut abgefreakt aus. Ja, kann ich nicht. Komme ich denn da jetzt hin? Warte mal. Ich muss. Ach, da oben rein muss ich. Okay. Okay. Ich hätte das 10 Minuten vorher wissen müssen. Was? What the fuck? Hallo? Loslassen, das gehört mir! Hey, verdammt, das ist nicht witzig! Hm? Was für ein Drecksloch! Anomalie. Das muss aber hier drinnen sein, ne? Warte mal. Schön, dass ich hier alles finde, aber nichts, was ich suche. Drehe mich hier etwas. Nee, Spiegel ist es nicht. Gibt's doch gar nichts weiter. What the fuck? Hier muss irgendwo was sein, aber was? Und wo? Sogar. Ja, ist ja gut. Ja. Ein Pilz. Hier drinnen. Was
Sehe ich irgendwas? Hä? Übersehe ich irgendeinen Raum? Ich meine, vielleicht bin ich ja total blind. Ah, ja, ich bin total blind. Tatsächlich bin ich das. Cool, kann ich mich wieder hoch hier? Okay, okay. Ich würde ja gerne die Anomalie sehen. Ich höre sie gerade nur. Schlaflied, Artefaktsammlung, okay. Hallo, ihr zwei. Hey, Kinder. Ich suche eine Frau, die Maya heißt. Ja, was ist so witzig? Maya ist keine Erwachsene. Sie ist nur ein stinknormales Mädchen. Okay. Du hast versucht, Hubert eine PK-Waffe zu verkaufen? Ja, aber der Arsch wollte sie nicht. Ist total durchgedreht und hat mich zum Teufel gejagt. Wie bist du an eine Peacekeeper-Waffe gekommen? Wir alle haben sie gefunden. Ich bin mit diesen Spinnern über die Leiche gestolpert. Passiert öfter. War total tot. Wir haben ihn durchsucht. Ich habe mir dieses Metallding genommen, weil ich dachte, dafür kriege ich sicher noch ein nettes Sümmchen. Maya, ich brauche diese Waffe. Sie ist sehr wichtig. Du erwartest, dass ich dir dieses Dingsbums einfach so gebe? Bist du irre? Der echte Name von diesem Dingsbums ist Lazarus. Und es gehört einem sehr wichtigen PK. Wenn ich es nicht zurückgebe, könnte es Krieg geben. Du kannst uns helfen, einen Mörder zu finden. Okay. Ich gebe dir das blöde Teil. Aber für 500. Na, so viel habe ich nicht. Ich verhandle. Das ist ganz schön viel. Ja, natürlich. Das Leben ist teuer. Ich muss Wasser und einen Marker für meinen Bruder kaufen. Er wird bald 12, weißt du? Ich gebe dir 10. Das ist mein letztes Angebot. Angenommen. Das Ding wollte eh keiner. Okay. Irgendwie hat sich ständig ihre... Statt 510 bezahlt. Ja, easy. Wie gewonnen, so zerronnen. Irgendwie hat die immer ihre Stimme geändert, ne? Ist hier noch irgendwas? Easy. So, wir haben... Warte mal. Achso, wir müssen sie zurückbringen, ne? Okay. So, sonst habe ich hier nichts. Hey, Akon. Ich hab den Lazarus. Cool. Dann schwing deinen Arsch zu Aethor. Das wird das perfekte Geburtstagsgeschenk für ihn. Obwohl ich keine Ahnung habe, wann der Penner geboren wurde. Ich gehe zur U-Bahn-Station. Okay. Das ist ein Heuler. Wir müssen hier nach... Ist hier bei mir auch ein Heuler? Please no. Gar keinen Bock auf den Heuler. Da unten ist einer. Das sieht ja sehr einladend aus. What the fuck? Was ist das denn? GAI-Anomalie. Okay. Tschüssi. Ich glaube, es ist ein Boss gewesen.
Musst du dann vielleicht mein Tier... was? Nein. Ich will keinen Pega kaufen. Warum sollte ich? Keine Zeit für Pega, muss Tommy töten. So, bleiben wir auf den Dächern. Warte mal, da oben ist eine... So, waren wir da schon mal? Ach, das wird doch nix. Dies wird doch nix. Das sind... Banditen? Nee. Euch ja. Le Dietrich. Einen kompletten Wagen. Oh. Entschuldigung. Ich war noch so in Rage. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon auf dem Weg nach da drüben gewesen eigentlich. Boy. Was kann dieser Typ eigentlich? Ew. Der sollte einfach reinlaufen. Hallo? Ey, was ist mit diesem Typen? Lass mich rein! Alter, was ist mit dem? Jesus, also... Manchmal, ne? Ach, das ist doch der Raum, wo ich aufgewacht bin. Okay, schlafen kann ich eh nicht. Ducken hilft. Ich hab mich ja geduckt, aber er hat nicht losgelassen. Er hängt ständig da oben fest. War ein bisschen... blöde. Wir müssen da hinten hin. Okay, mein Fallschaden ist aber abnormal hoch mittlerweile. Warte mal kurz. Ich war im Klettermodus. Ja, ich hing da irgendwie... Oh, da kann ich auch ran. Ich hing da irgendwie dran und, ja. Etwas ungeschickt. Sagen wir von mir und von Aiden. Okay. Ich und Aiden waren beide gleichermaßen schuld. Okay. Da unten ist ein Heuler. Rüberspringen wäre scheiße. Wie komme ich in... Ach, hier, warte mal. Ja, runter mit dir. Ach du Heiliger. Darüber, da hoch, darüber. Ich klatsche sowas von safe unten auf. Oder da lang. Hemmstoffbehälter erkannt.
da, Nani. Hat keiner gesehen. Es war elegant wie eh und je. Da vorne. Da kommt schon. Ich stelle ihn so an, Aiden. Lauf. Hallo, ich bin's. So, auf die Tür. Und... Aitor. Ist dir aufgefallen, wie sehr jeder Lukas jetzt mag? Ah, der Pilger kehrt zurück. Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Ich hab den Lazarus. Wow. Ich wusste, dass sie Dinge schaffen können, die wir nicht schaffen. Wo ist das Schwein, das ihn hatte? Am Meatpacking Square. Sie haben ihn doch nicht gehen lassen, oder? Das hätte der Mörder sein können. Ein Mädchen hatte ihn, 10 Jahre alt oder so. Sie hatte ihn nicht getötet, sondern nur die Leiche geplündert. Stopp, wir machen später weiter. Lassen Sie uns allein. Na, das auf Ihrem Arm sieht aus wie ein Sternbild. Das sind Rangtätowierungen. Als uns die Ressourcen ausgingen, wurden die Orden durch Tätowierungen ersetzt. Man erkennt daran unsere Hierarchie. So wie im Knast? Gefängnis oder Militär, ist alles dasselbe. Es gibt immer eine Hackordnung. Ich habe getan, was Sie wollten. Nun sind Sie dran. Bringen Sie mich ins Zentrum. Ich bin nicht befugt, den Tunnel zum Zentralring zu öffnen, Pilger. Meine Leute wollen, dass ich den Killer finde. Ada, Sie haben es mir versprochen! Beruhigen Sie sich, Pilger. Ich halte meine Versprechen. Nehmen Sie das hier. Ein kleines Dankeschön. Ada, ich muss ins Zentrum. Kapiert? Sie suchen jemanden, richtig? Ich möchte auch in den Zentralring. Meine Frau und Kinder sind dort. Von hier aus kann ich sie nicht beschützen. Der Tunnel geht auf, sobald ich den Killer habe. Verstanden? Sie können mir helfen oder warten, bis ich ihn selbst gefunden habe. Ich sehe Blutspuren auf Lazarus. Lucas konnte seinen Mörder also vor seinem Tod verwunden. Das Schwein muss eine mächtige Schramme haben. Wenn Sie ihn für mich finden, helfen Sie nicht nur mir, sondern Sie helfen auch sich selbst. Okay. Gibt es Verdächtige? Der Commander wurde im Bazar ermordet. Es muss einer der Bazar-Leute gewesen sein. Ich wusste, dass es nur leere Versprechungen sind. Im Bazar leben einfache Leute. Warum sollten sie einen Aufstand riskieren? Genau deshalb will ich die Wahrheit rausfinden. Bevor der Befehl erteilt wird, Gewalt einzusetzen. Außerdem trügt der Schein ja auch oft. Sie wollen uns loswerden. Sie glauben, Anarchie wäre der Schlüssel zu einer neuen Welt. Naja, heutzutage herrscht überall Anarchie. Karl ist ein scheinheiliger Trickser, der anderen mit schmierigen Reden das Gehirn wäscht. Er behauptet, alle wären gleich, aber das ist Blödsinn. Man kann nicht Anführer und zur selben Zeit gleich wie alle anderen sein. Ich dachte, ich tue was Gutes damit. Man weiß ja immer nie. Ich werde versuchen, Lukas Mörder zu finden. Sehr gut. Damit gelangen Sie ins Zentrum. Gehen Sie zurück in den Bazar. Muss ich noch was wissen, bevor ich gehe? Tatsächlich, ja. Aber das muss unbedingt unter uns bleiben. Niemand darf etwas davon erfahren. Klingt ernst. Derjenige, der Lukas umgebracht hat, hat eine Trophäe mitgenommen. Schnitt ihm die Tätowierung direkt aus dem Arm. Sie haben an seiner Leiche rumgeschnitten? Widerlich. Ja, total. Wenn meine Männer herausfinden, dass Lukas so geschändet wurde, drehen sie durch. Es würde totaler Krieg ausbrechen. Ich erzähle Ihnen das, denn wenn Sie diese kleine, Trophäe finden, haben Sie auch den kranken Wichser gefunden, der Lukas umgebracht hat? Verstanden. Ich mache mich sofort auf den Weg. Eigentlich haben wir jetzt nur eine Waffe dafür bekommen, ne? So ein Mischdeck. Und die Tür. Gut, Aiden, lebst du noch? Hast du dir etwa Sorgen um mich gemacht, hä? Natürlich. Ich setze große Hoffnungen in dich, Aiden. Wir treffen uns draußen. Jupp. Yep.
Ich komme. Kein Problem. Der Schlechter ist unser größter Feind. Der hat unseren schwarzen Mutter. Vielleicht hat Tour recht. Der Krieg gegen die Abtrünnigen ist schlecht für uns. Wann ist denn wichtig, Tour? Aether will, dass ich Lukas Mörder finde. Nur dann hilft er mir, ins Zentrum zu kommen. Du erledigst seine Drecksarbeit. Also das überrascht mich kaum. Er sagt, ich soll am Bazar anfangen. War ja klar. Die PKs und der Bazar hassen sich gegenseitig. Auf dem Bazar gibt es nur zwei Leute, die wichtig sind. Einer davon ist dieser aufgeblasene Prediger Karl. Den kenne ich. Wen gibt es sonst noch? Sophie, seine rechte Hand. Sie kann gut mit den eher rebellischen Seelen des Bazars umgehen. Hilft dabei, sie im Zaum zu halten. Dodger wäre da auch noch. Ein kleiner Gangster. Weiß immer, was abgeht. Und Joes Banditen. Aber die haben Angst vor den PKs. Okay, ich rede mit Sophie. Du kümmerst dich um Karl. Außer du willst lieber das Mädel. Sophie? Die ist nicht wirklich mein Typ, weißt du. Zu störrisch. Oh Mann, wirst schon sehen. Gut. Dann... Dass ich mir ständig wehtun, ne? Ich sollte mehr darauf skillen, nicht so viel Fallschaden zu bekommen. Das Springen macht schon gut Bock hier. Die ganze Zeit. Merkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle?